Zu Beginn des Sommers warteten Schüler in ganz Großbritannien sehnsüchtig auf das Ende des Schuljahres und den Beginn der Ferien. Unter ihnen war auch Danielle Jones aus East Ilbury in der Grafschaft Essex. Am Morgen des 18. Juni 2001 bereitete sich Danielle wie gewöhnlich auf die Schule vor. Gegen 7 Uhr 55 verabschiedete sie sich von ihrer Familie und machte sich auf den Weg zur Bushaltestelle, um den Schulbus zu nehmen. Um 14.30 Uhr klingelte das Telefon im Haus der Familie Jones. Am anderen Ende der Leitung war Danielles Lehrer, der sich erkundigte, warum sie im Unterricht gefehlt hatte. Diese Frage traf Danielles Eltern wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie konnten nicht verstehen, warum ihre Tochter nicht in der Schule erschienen war. Sie hatte keinen Grund, den Unterricht zu versäumen. Daniela Sarah Jones erblickte im Herbst 1985 in der Grafschaft Essex das Licht der Welt. Ihre Eltern, Linda und Tony Jones, lebten zusammen mit Daniela und ihren zwei jüngeren Brüdern in dem kleinen Dorf East Tilbury. Daniela war eher zurückhaltend, bevorzugte die Gemütlichkeit des Zuhauses und war manchmal schüchtern in Gegenwart anderer Menschen. Trotzdem besaß sie einen ausgezeichneten Sinn für Humor und hatte viele Freunde. Am meisten liebte Daniela Tiere. Zu Hause hatte sie zwei kleine, flauschige Kaninchen, die sie über alles vergötterte. Als Danielas Eltern einen Anruf aus der Schule erhielten, beunruhigte sie diese Nachricht zutiefst. Sie dachten, selbst wenn ihre Tochter beschlossen hätte, den Unterricht zu schwänzen, würde sie auf jeden Fall vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommen. Schließlich hatte Daniela immer Angst davor, bei Nacht allein zu sein. Den ganzen Tag über versuchten Danielas Angehörige und Freunde, sie zu erreichen. Sie schrieben Nachrichten und riefen sie an. Doch es herrschte nur Stille. Dieses Verhalten passte überhaupt nicht zu Daniela, was alle noch mehr beunruhigte. Daniels Geschichte hinterließ viele Fragen unbeantwortet. Sie hielt ihre Eltern stets über ihre Pläne auf dem Laufenden, selbst wenn sie nur die Nachbarn besuchen wollte. Üblicherweise rief sie zu Hause an, sobald sie ihr Ziel erreicht hatte. Als es dunkel wurde und Danielle immer noch nicht zurück war, wurden ihre Angehörigen unruhig und beschlossen, mit der Suche zu beginnen. Linda Jones blieb zu Hause, in der Hoffnung auf einen Anruf oder die Rückkehr ihrer Tochter. Gegen Mitternacht, als klar wurde, dass Danielle etwas zugestoßen sein musste, wandten sich die Eltern an die Behörden um Hilfe. Die Ermittler befragten zunächst das Umfeld der Vermissten. Nachdem festgestellt wurde, dass Danielle keinen Grund hatte, das Haus zu verlassen und all ihre Sachen noch an Ort und Stelle waren, wurde beschlossen, sofort mit der Suche zu beginnen. Danielles jüngerer Bruder teilte eine merkwürdige Beobachtung mit. Am Morgen habe er durchs Fenster gesehen, wie seine Schwester das Haus verließ und den gewohnten Weg einschlug, sich dann aber plötzlich umdrehte und in eine andere Richtung ging. Das kam ihm ungewöhnlich vor. Die Suchaktion wurde in vollem Umfang eingeleitet. Ermittler, Hundeführer mit Spürhunden, Verwandte und Freunde machten sich auf den Weg entlang Danielles üblicher Route, die sie normalerweise zur Schule nahm. Die Mutter schloss die ganze Nacht kaum ein Auge. Sie wartete darauf, dass ihre Tochter wie gewöhnlich jeden Moment zur Tür hereinkommen würde. In den nächsten 3 Tagen durchsuchte die Familie jeden Winkel des Hauses, fand aber nichts Bedeutendes. Allerdings gelang es, Menschen ausfindig zu machen, die die Vermisste an jenem Morgen gesehen hatten. Ein paar Schüler bemerkte, wie sie zum Laden neben der Bushaltestelle ging. Es stellte sich heraus, dass sie nie in den Schulbus eingestiegen war. Bald weiteten sich die Suchaktionen aus. Die Polizei ging von Haus zu Haus in der Kleinstadt. Die Ermittler sprachen mit allen Bewohnern und baten sie, ihre Schuppen und Anbauten zu überprüfen. Gleichzeitig war die Resonanz aus der Gesellschaft überwältigend. Alle versuchten, die Familie zu unterstützen und viele Einheimische beteiligten sich selbst an der Suche. Doch selbst nach mehreren Tagen intensiver Suche konnten keine Spuren gefunden werden. Die Angehörigen und Nahestehenden der Vermissten waren verzweifelt. Dennoch glaubten sie weiterhin daran, dass ihre geliebte Tochter am Leben sei und bald nach Hause zurückkehren würde. Die örtlichen Ordnungshüter erkannten den Ernst der Lage bezüglich der vermissten Danielle und übergaben den Fall an die zentrale Ermittlungsgruppe. Sie beauftragten einen speziellen Beamten als Verbindungsperson zur Familie. Seine Aufgabe war es,
die Angehörigen während der gesamten Untersuchung zu unterstützen und ihnen zeitnah neue Informationen mitzuteilen. Der Beamte sollte ein vertrauensvolles Verhältnis zu Daniels Verwandten aufbauen, um die Atmosphäre in der Familie besser zu verstehen und ein Profil der Vermissten zu erstellen. Während des Gesprächs äußerten die Eltern Bedenken hinsichtlich des Umgangs ihrer Tochter mit dem Onkel. Stuart Campbell, der Ehemann von Tony Jones Schwester, stand Danielle nahe. Dieser 43-jährige Bauarbeiter und Vater zweier Kinder verbrachte oft Zeit mit seiner Nichte und deren Brüdern, als diese jünger waren. Er spielte mit ihnen und behandelte sie wie seine eigenen Kinder. Im Gespräch mit einem Ermittler teilte Frau Jones ihre Beobachtungen über Stuart mit. Ihren Worten zufolge erweckte er den Eindruck eines Menschen mit überhöhtem Selbstwertgefühl, obwohl er auch eine gewisse Ausstrahlung besaß. Ihr Ehemann Tony pflegte mit ihm eine freundschaftliche Beziehung, gestand seiner Frau aber gelegentlich, dass es etwas an Stuart gab, das bei ihm ein vages Unbehagen auslöste. Mit der Zeit begann Stuart, Daniela, ihrer Nichte, erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Er gewöhnte sich an, sie nach dem Unterricht abzuholen und ihr eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Dies verursachte bei Daniela Unbehagen, besonders aufgrund der neugierigen Blicke ihrer Mitschüler. Stuart lud sie häufig ins Kino und Café ein und versuchte beharrlich, während der Spaziergänge ihre Hand zu halten. Stuarts Besuche im Haus der Familie Jones wurden zu häufig, bis zu 4 oder 5 Mal pro Woche. Schließlich beschlossen Linda und Tony, seinen Aufenthalt bei ihnen einzuschränken. Tony erinnerte sich an einen Vorfall, als Stuart neben Daniela auf dem Sofa sitzend beharrlich fragte, warum sie so verlegen sei und erröte. Als Tony dieses Gespräch hörte, beschloss er einzugreifen und fragte Stuart, was los sei. Campbell winkte jedoch sofort ab, erklärte, dass alles in Ordnung sei und setzte sich umgehend um. Nach dem Gespräch mit dem Behördenvertreter teilten Daniels Eltern mit, dass sie erst jetzt zu verstehen begannen. Hinter Stuarts Verhalten könnte mehr stecken als die übliche Beziehung zwischen Onkel und Nichte. Es schien, als hätte Danielle versucht, sich von ihm fernzuhalten. Linda und Tony gaben zu, dass sie seine Handlungen früher mit aufrichtiger Zuneigung und dem Wunsch, ihrer Familie näher zu sein, erklärt hatten. Und alles, was ihnen seltsam vorkam, schoben sie auf harmlose Missverständnisse. Sie versuchten nicht zu sehr darauf zu achten, aus Angst, dass es den Familienbeziehungen ernsthaft schaden könnte, wenn sich ihre Vermutungen als unbegründet erweisen würden. Schließlich war Tonys leibliche Schwester Stuarts Ehefrau. Einen Tag, nachdem Danielle aufgehört hatte, sich zu melden, beschloss Tony, seine Verwandte zu besuchen. Das Haus empfing ihn jedoch mit Stille. Als er durch das Fenster blickte, bemerkte er überrascht eine Videoüberwachungsanlage im Wohnzimmer, was ihm ungewöhnlich erschien. Noch seltsamer war jedoch das Verhalten von Stuart Campbell, als Tony ihn schließlich antraf. Dieser schien völlig gleichgültig gegenüber Daniels Verschwinden zu sein. Darüber hinaus war Stuart der Einzige, der keinerlei Interesse an ihrer Suche zeigte. Gleichzeitig berichteten die lokalen Medien weiterhin intensiv über das Verschwinden von Danielle Jones. Angesichts des wachsenden öffentlichen Interesses beschlossen die Vertreter der Strafverfolgungsbehörden, ein Treffen mit Journalisten zu organisieren, um offizielle Informationen zum Fall bereitzustellen. Bei einem Treffen mit Journalisten teilten die Ermittler Einzelheiten darüber mit, wie Danielle verschwunden war. Sie baten die Zuschauer der lokalen Nachrichten, jegliche Informationen zu melden, die bei der Suche helfen könnten. Dieser Schritt erwies sich als erfolgreich. Zahlreiche Anrufe begannen bei der Polizeiwache einzugehen. Einer davon interessierte die Ermittler besonders. Ein Augenzeuge berichtete, dass er am Morgen, als Danielle zuletzt gesehen wurde, ein ähnlich aussehendes Mädchen bemerkt hatte. Sie stand neben einem blauen Lieferwagen und stritt lautstark mit einem Mann. Interessanterweise besaß Danielles Onkel, Stuart Campbell, einen ähnlichen blauen Lieferwagen. Dieses Detail weckte bei der Polizei ernsthafte Verdachtsmomente. Es kamen Befürchtungen auf, dass Campbell seine Nichte in eine unbekannte Richtung entführt haben könnte. Bevor die Ermittler die verdächtige Person zu einem Gespräch einluden, beschlossen sie, ihre Vergangenheit zu untersuchen. Was sie entdeckten, bereitete ihnen große Sorgen. Es stellte sich heraus,
dass diese Person schon vor vielen Jahren die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich gezogen hatte. Ende der 80er Jahre wurde sie wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber einer jungen Person festgenommen. Sie gestand ihre Schuld ein, kam aber mit einer Bewährungsstrafe davon und verließ den Gerichtssaal als freie Person. Sowohl Linda als auch Tony wussten, dass ihr neuer Verwandter in der Vergangenheit Probleme mit dem Gesetz gehabt hatte. Doch wenn sie versuchten, Einzelheiten herauszufinden, wiegelte Stuart ab und versicherte, es seien Lappalien gewesen. Er überzeugte alle, dass er Opfer von Verleumdung geworden sei, da das Gericht ihn letztendlich freigesprochen habe. Die weitere Untersuchung führte zu erschütternden Enthüllungen. Die Polizei deckte etwa 30 Fälle auf, in denen Stuart Campbells Name auftauchte. Es stellte sich heraus, dass er über viele Jahre hinweg junge Frauen zu sich lockte, indem er sich als angesagter Fotograf ausgab. Sobald er mit ihnen allein war, zwang er sie zur Teilnahme an fragwürdigen Fotoshootings und behauptete, es seien Aufnahmen für Hochglanzmagazine. Angesichts Campbells Vergangenheit und seiner ungewöhnlichen Beziehung zur verschwundenen Danielle mussten die Ermittler entweder den Verdacht gegen ihn ausräumen oder Beweise für seine mögliche Beteiligung am rätselhaften Verschwinden seiner Nichte finden. Da Danielle nicht aufgefunden werden konnte, entwickelten die Ermittler die Theorie, dass Stuart Campbell sie möglicherweise an einem unbekannten Ort gegen ihren Willen festhielt. Sie organisierten eine Überwachung in der Hoffnung, dass er sie zum Aufenthaltsort der Vermissten führen könnte. Sein Verhalten verstärkte jedoch nur die Verdachtsmomente der Strafverfolgungsbehörden. Er zeigte nicht die Besorgnis, die man von einem Onkel erwarten würde, dessen Nichte spurlos verschwunden war. Stattdessen verbrachte Campbell auf seltsame Weise Zeit auf Parkplätzen und fotografierte Autos, die seinem eigenen silbernen Nissan ähnelten. Als klar wurde, dass die Überwachung nicht die gewünschten Ergebnisse brachte, beschlossen die Ermittler, Campbell festzunehmen. Am 23. Juni, 5 Tage nach Danielle Jones' Verschwinden, wurde Stuart Campbell in Gewahrsam genommen. Bei der Befragung durch die Ermittler wurde Campbell sofort klargemacht, dass sie triftige Gründe hatten zu glauben, er sei über die Situation mit Danielle im Bilde. Stuart begann jedoch umgehend alles zu leugnen und behauptete, keine Ahnung zu haben, wo sie sich befinde. Darüber hinaus beteuerte er, ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu seiner Nichte zu haben. Laut Stuart hätten sich Danielles Beziehungen zu ihren Eltern, Tony und Linda Jones, verschlechtert, als sie älter wurde. Er erzählte, dass er als Vermittler zwischen Danielle und ihren Eltern fungierte, um der Familie Jones zu helfen, einen Bruch zu vermeiden, da sie seiner Aussage nach kurz vor dem Auseinandergehen standen. Im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass Stuart Campbell ein hieb- und stichfestes Alibi hatte. Zum Zeitpunkt von Danielles Verschwinden war er nicht in Eastleboro. Er war in die Nachbarstadt gefahren, um Baumaterialien zu besorgen, um seinem Nachbarn bei Renovierungsarbeiten zu helfen. Einen Beleg hatte er nicht, da es in jenem Geschäft nicht die benötigten Waren gab. Auf dem Rückweg hielt er an, um seine Frau anzurufen und ihr dies mitzuteilen. Nach seiner Heimkehr begab er sich sofort zum Nachbarn, um mit den Renovierungsarbeiten fortzufahren. Die Geschichte mit dem Fall von Daniella Jones ließ viele Fragen unbeantwortet. Trotz Campbells zweifelhaften Alibis konnten die Ordnungshüter keine ausreichenden Gründe für seine weitere Inhaftierung finden. Er wurde gegen Kaution bis zum Abschluss der Ermittlungen freigelassen. Angesichts Campbells Vergangenheit bereitete die Aussicht auf seine Freilassung den Ermittlern erhebliche Sorgen. Sie vermuteten, dass er eine Gefahr darstellen könnte, hatten aber keine stichhaltigen Beweise, um Anklage zu erheben. In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, das Haus der Familie Jones erneut zu durchsuchen. Bei der Suche in Daniellas Zimmer fanden sie ein Federmäppchen mit 2 Notizen. Die erste lautete: Hallo Prinzessin, falls du meine vorherigen Botschaften nicht bemerkt hast, habe ich beschlossen, noch eine zu hinterlassen. Ich möchte, dass du weißt, ich vermisse dein Lächeln. Küsschen. Als die Ermittler Linda Jones diese Notizen zeigten, war sie schockiert und erklärte, sie zum ersten Mal zu sehen. Sie erzählte, dass die gesamte Familie Jones einige Wochen vor Daniellas rätselhaftem Verschwinden in den Urlaub gefahren war.
Linda vermutete, dass Stuart in ihrer Abwesenheit in Danielas Zimmer eingedrungen sein und diese Botschaften hinterlassen haben könnte. Danielas Vater erinnerte sich an ein wichtiges Detail. Vor ihrer Abreise hatte Campbell eine neue Hintertür in ihrem Haus installiert. Es entstand der Verdacht, dass er sich genau zu diesem Zeitpunkt einen Nachschlüssel für die neue Tür hätte anfertigen können. Die Ermittlungen führten zur Notwendigkeit, das Haus der Familie Stuart Campbell zu untersuchen. Nach Erhalt der entsprechenden Genehmigung begannen die Ermittler mit der Inspektion. Im Haus wurde eine Vielzahl von Fotoausrüstung entdeckt, was an sich keinen Verdacht erregte. Jedoch nahmen die Funde eine beunruhigende Wendung. Unter Campbells persönlichen Gegenständen fanden sich Bilder, die Besorgnis erregten. Die Fotografien von jungen Personen waren unangemessener Natur und schienen mit der Kamera des Hausbesitzers selbst aufgenommen worden zu sein. Darüber hinaus wurden Bilder ähnlichen Inhalts gefunden, die aus dem Internet heruntergeladen worden waren. Die beunruhigendsten Entdeckungen erwarteten die Ermittler auf dem Dachboden. In einer Doppeltasche befanden sich Gegenstände, die Anlass zu unguten Gedanken gaben. Unterwäsche, Bewegungseinschränkungsmittel und Spielzeuge für Erwachsene. Besondere Aufmerksamkeit erregte ein Paar weißer Strümpfe mit kaum sichtbaren Spuren, die zur weiteren Untersuchung geschickt wurden. Im Laufe der Inspektion wurde auch ein blauer Lieferwagen beschlagnahmt, der Campbell gehörte. Stuart Campbell behauptete, er habe Informationen darüber, dass Danielle nicht verschwunden sei, sondern sich selbst entschieden habe, das Haus aufgrund ständiger Meinungsverschiedenheiten zwischen ihren Eltern zu verlassen. Zur Bestätigung seiner Aussage legte er den Ermittlern eine Nachricht vor, die angeblich von Danielles Nummer am Tag ihres Verschwindens empfangen wurde. Darin stand: "Hallo Stu, danke, du bist für immer der beste Onkel. Sag Mama, es tut mir so leid." Diese Information gab Danielles Eltern Hoffnung, dass sich ihre Tochter irgendwo versteckt hielt. Allerdings waren sie äußerst beunruhigt darüber, dass sie sich bis jetzt nicht bei ihnen gemeldet hatte und nicht zurückgekehrt war. Ein Textanalyse-Spezialist untersuchte die mutmaßliche Nachricht von Danielle. Er stellte fest, dass sie in Großbuchstaben geschrieben war, obwohl Danielle normalerweise Kleinbuchstaben verwendete. Die Ermittler forderten Daten vom Mobilfunkanbieter Campbells an. Es stellte sich heraus, dass der Anruf, den Campbell angeblich bei seiner Frau getätigt hatte, als er am Tag von Danielles Verschwinden aus dem Baumarkt zurückkehrte, aus Eastleboro gemacht wurde. Und nicht von dort, wo Campbell behauptete, gewesen zu sein. Aber das Bemerkenswerteste war, dass die Signale von Campbells und Daniel Jones Mobilgeräten in der Nähe von Campbells Haus geortet wurden und noch 30 Stunden nach ihrem Verschwinden aktiv blieben. 30 Tage, nachdem Daniel Jones den Kontakt abgebrochen hatte, wandten sich ihre besorgten Angehörigen über die Medien an die Öffentlichkeit. Sie hofften, neue Anhaltspunkte und jegliche Informationen zu finden, die Licht ins Dunkel bringen könnten. Die Familie rief alle auf, die etwas wissen oder Danielle gesehen haben könnten, aber aus irgendeinem Grund dies den Behörden noch nicht mitgeteilt hatten, endlich die ihnen bekannten Informationen zu teilen. Nach einiger Zeit verteilten die Verwandten von Jones zusammen mit Vertretern der Strafverfolgungsbehörden etwa 1500 Flugblätter mit Fotos von Danielle. Parallel dazu erhielten die Ermittler die Ergebnisse der Untersuchung der weißen Strümpfe, die auf dem Dachboden von Stuart Campbell gefunden wurden. Die Schlussfolgerungen der Experten waren beunruhigend. An dem Kleidungsstück wurden Spuren gefunden, die sowohl mit Campbell als auch mit Danielle Jones in Verbindung standen. Basierend auf den gesammelten Daten wurde Stuart Campbell ohne die Möglichkeit einer Freilassung gegen Kaution in Gewahrsam genommen. Er wurde auf die Wache gebracht, wo ihm der Besitz unangemessener Bilder vorgeworfen wurde. Diese Anklage diente jedoch nur als formaler Grund für die Festnahme und ermöglichte es den Ermittlern, die Untersuchung fortzusetzen und schwerwiegendere Anklagen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Danielle Jones vorzubereiten. Ein Verwandter des Verdächtigen besuchte ihn kurz nach seiner Festnahme. Nach einem Gespräch mit ihm teilte der Verwandte den Gesetzeshütern mit, dass er zutiefst davon überzeugt sei, dass der Festgenommene die Unwahrheit sage. Es stellte sich auch heraus, dass der Verdächtige Aufzeichnungen führte, die die Ermittler später als Tagebuch der Vermissten bezeichnen würden.
Er notierte dort jede Interaktion mit ihr, sei es ein Anruf oder eine gesendete Nachricht. Diese Aufzeichnungen machten deutlich, dass er übermäßig von ihr fasziniert war. Trotz des Fehlens eindeutiger Beweise für das Verschwinden hatten die Ermittler genügend Indizien gesammelt, um Anklage wegen Beteiligung an dem rätselhaften Verschwinden zu erheben. Nach der Anklageerhebung stand der Verdächtige fast ein Jahr lang unter Beobachtung der Strafverfolgungsbehörden. In dieser Zeit gingen mehr als 500 Meldungen aus ganz Großbritannien und Europa ein, die besagten, dass die Vermisste angeblich wohlauf sei. Dies bereitete der örtlichen Polizei erhebliche Schwierigkeiten, da jede dieser Meldungen einer gründlichen Überprüfung bedurfte. Hätte es auch nur die geringste Möglichkeit gegeben, dass sie sich noch irgendwo aufhielt und diese Meldung unbeachtet geblieben wäre, hätte dies vor Gericht ein gewichtiges Argument für Campbells Anwälte sein können. In den Monaten vor Prozessbeginn wurden die Bemühungen, Danielle zu finden, erheblich verstärkt. Es ging nicht nur darum, Schlüsselbeweise für die Ermittlungen zu finden, sondern auch darum, ihren Angehörigen den so dringend benötigten seelischen Trost zu spenden. 12 Tage vor Beginn des Prozesses gegen Campbell wurden menschliche Überreste entdeckt. Die Ermittler stellten fest, dass sie zu der vermissten Schülerin namens Millie Dowler gehörten. Wie sich später herausstellte, war ein gewisser Levi Belfield in ihr Verschwinden verwickelt. Er sollte sich ein ganzes Jahrzehnt nach der Entdeckung von Millies Überresten für seine Taten verantworten. Am 14. Oktober 2002 begann der Prozess gegen Stuart Campbell, den Mann, der mit der Schwester von Danielles Vater verheiratet war. Linda und Tony Jones vertrauten ihm. Er gab sich als fürsorglicher Verwandter aus. Die Geschichte von Stuart Campbell warf zahlreiche Fragen auf. Er wurde eines schweren Vergehens gegen Danielle Jones beschuldigt. Campbell wirkte jedoch selbstsicher und unbesorgt angesichts der erhobenen Vorwürfe, da er wusste, dass Danielle nicht gefunden wurde. Die Ermittler vermuteten, dass Campbell heimlich mit Danielle kommunizierte, ohne Tony und Linda zu informieren. Es schien, als wäre er sehr von ihr fasziniert gewesen und hätte versucht, Zwietracht zwischen dem Mädchen und ihren Eltern zu säen. Zuletzt wurde Danielle gesehen, wie sie sich mit jemandem in einem blauen Lieferwagen unterhielt, der Campbells Fahrzeug ähnelte. Auf Campbells Dachboden fand man ein paar weiße Strümpfe mit seiner und Danielles DNS. Seine persönlichen Aufzeichnungen enthüllten ein ungesundes Interesse an jungen Personen. Ein wichtiges Beweisstück waren Nachrichten, die angeblich von Danielle gesendet wurden. Eine Untersuchung ergab, dass Campbell selbst der Verfasser war und versuchte, die Ermittlungen in die Irre zu führen. Daten des Mobilfunkanbieters widerlegten sein Alibi. Während des gesamten Gerichtsprozesses bewahrte Campbell Stillschweigen. Er reichte nur gelegentlich Notizen an seine Verteidiger weiter, wenn ihm etwas nicht passte. Nach fast 3-monatiger Verhandlung fällten die Geschworenen ihr Urteil. Stuart Campbell wurde für schuldig befunden und zu einer langen Haftstrafe verurteilt mit der Möglichkeit einer Überprüfung nach 20 Jahren. Bis 2019 blieb der Aufenthaltsort von Danielle Jones unbekannt. Linda Jones unterstützte eine Initiative im Gedenken an Helen McCord, deren Schicksal sich tragisch gestaltete. Dieser Vorschlag sollte die Rechte derjenigen einschränken, die wichtige Informationen vor den Ermittlern zurückhalten. Helen arbeitete in einem Versicherungsunternehmen, als ihr Leben im Jahr 1988 ein jähes Ende fand. Ian Sims, der Mann, der mit ihrem Verschwinden in Verbindung gebracht wurde, offenbarte nie alle Umstände des Falles. Der Aufruf zur Verabschiedung eines neuen Gesetzes sammelte über 100.000 Unterschriften und fand Unterstützung auf höchster Regierungsebene. Im Jahre 2021 erblickte ein Buch mit dem Titel »Mein Verwandter mit dunkler Vergangenheit – Das Licht der Welt«, dessen Autor Alex Sharkey, der Bruder von Stuart Campbell, war. In diesem Werk teilte Alex offen die Geschichte seines Lebens an der Seite seines Bruders und beschrieb detailliert die Ereignisse, die auf das rätselhafte Verschwinden von Danielle Jones folgten. Als 2 Jahrzehnte seit Danielles Verschwinden vergangen waren, organisierten die Strafverfolgungsbehörden von Essex eine Gedenkveranstaltung zu ihren Ehren. Die Ermittler versicherten Danielles Angehörigen, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben und die Suche fortsetzen,
damit die Familie Frieden finden und dieses traurige Kapitel ihres Lebens abschließen kann.